Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrella.de. Das ist wieder ein Video auf Abiturniveau, das euch vorbereiten soll und euch Angst nehmen soll. Wir sollen diese zwei Ebenen hier grafisch darstellen, sprich wir sollen sie zeichnen. Und wir sollen grafisch die Schnittgerade von diesen Ebenen ermitteln. Nun zeichnen wir zuerst mal beide Ebenen und dann die Schnittgerade. Wenn ich so eine Ebenengleichung in Koordinatenform habe, ist es recht einfach, sie zu zeichnen, denn ich kann mir einfach die Spurpunkte ganz leicht ausrechnen. Und zwar sage ich dann einfach, Spurpunkte sind die Punkte, die nur auf einer Achse liegen, also x1-Achse zum Beispiel. Das heißt, x2 und x3 sind definitiv 0. Dann stelle ich mir die Frage, 4x1 soll 12 sein, ich teile 4, also steht da x1 gleich 3. Das heißt, mein Spurpunkt 1 wäre 3, 0, 0. Wäre der da. S2 gleiches Spielchen, also 0, 4, 0, 4 mal 3 gibt 12, wäre der da. Und zu guter Letzt S3, also alle Koordinaten außer x3 sind 0, 2x gleich 12, also 0, 0, 6, wäre der Punkt hier oben. Wir haben jetzt hier drei Spurpunkte. Um nun die Ebene zu bekommen, müssen wir einfach nur diese Spurpunkte miteinander verbinden. Das geht bei euch natürlich auf dem karierten Papier deutlich einfacher als für mich hier an der Tafel. Aber ich denke, man kann doch schön dieses Dreieck hier erkennen, das für unsere Ebene steht. Jetzt sollen wir das gleiche Spielchen mit der Ebene E2 machen. Also Spurpunkt S1 wäre in dem Fall 2, 0, 0. 2 mal 3 gibt 6. S2, naja, 0, 3, 0. Und wie ihr seht, S3, den Spurpunkt, können wir nicht bestimmen. Wir haben also keinen Spurpunkt auf der x3-Achse. Wir wissen also, wir haben den hier und wir haben den hier. Was heißt das für uns? Nun, das heißt für uns nichts anderes als, dass die Ebene, wenn sie die x3-Achse nicht schneidet, parallel sein muss zur x3-Achse. Also können wir erstmal diese Spurgerade hier einzeichnen und nun können wir diese Ebene veranschaulichen, indem wir einfach parallel zur x3-Achse die Ebene hier vergrößern. Ihr seht also, das wäre unsere zweite Ebene, die Ebene E2. Und nun sehen wir, dass die Spurgeraden unserer beiden Ebenen sich in einem Punkt jeweils schneiden. Und dieser Schnittpunkt, die liegen jeweils in beiden Ebenen. Und wenn ich diese beiden nun verbinde, habe ich automatisch die Schnittgerade. Ich nenne die einfach mal G für Schnittgerade. Und G soll sein E1 geschnitten. E2. Ihr seht also, die Aufgabe war gar nicht so knifflig. Es war eigentlich recht einfach. Versucht es mal selber von Hand zu zeichnen. Nehmt mal ein paar andere noch und zeigt sie euch und veranschaulicht euch, damit ihr ein Gefühl für Ebenen bekommt. Schaut mal wieder auf www.lyrella.de vorbei. Beehrt uns bei Facebook und bleibt uns gewogen.